Sie wollen mehr Macht und Autonomie für den Zirkel. Wenn ich müsste, wohl am ehesten ein Äquitarianer. Aber ich habe mich schon lange aus der Diskussion zurückgezogen. Die meisten Oberverzauberer sind Äquitarianer. Irving Wynn, Sweeney. Aldred ist Libertarianer. Noch dazu ein ziemlich lauter. Magier haben genug Probleme mit der Außenwelt und sollten sich nicht innerhalb des Zirkels zanken. Aber was soll man machen? Genau. Ah, ein Idealist. Nun, wenn ihr die Welt verändern wollt, solltet ihr rasch damit anfangen. Sie ist nämlich sehr groß. Die Bruderschaft der Verzauberer. Aha. Boah, dieses Geschnatter, ne? Das erinnert mich so ein bisschen an diverse Horror-Games. So. Das heißt, ihr hättet eure Läuterung bestanden. Ihr seid sicher sehr froh darüber. Ja. Bin ich. Was haben wir hier? Oh. Braucht ihr etwas? Falls nicht, tretet zurück. Ihr steht in meinem Licht. Boah, wie frech. Überrascht euch das? Wir sind vermutlich magiebegabter als die Menschen. Oder zumindest waren es unsere Vorfahren. Da unsere Geschichte größtenteils verloren ist, werde ich es wohl nie erfahren. Und du solltest mal Eul auf Olas benutzen. Dalish-Elfen wissen vermutlich mehr. Aber ich habe noch nie einen getroffen. Dalish-Elfen? Sie leben in der Wildnis und reisen nach Lust und Laune umher. Angeblich bewahren sie den alten Glauben. Ah! Ich auch. Vielleicht habe ich eines Tages die Möglichkeit, sie zu erlernen. Seid ihr aus einem Gesindeviertel? Ich komme von einem Bauernhof außerhalb von Ayeva. Meine Mutter war dort Küchenhilfe. Ja, wo haben wir eigentlich gelebt? Weiß das noch einer? Es geht euch nichts an. Ich komme aus dem Gesindelviertel von Denerim. War das das? Oh Gott. Ich bin froh, dass ich nicht in sowas aufwachsen musste. Das Leben auf dem Bauernhof ist hart, aber zumindest wurden wir recht gut behandelt. Mhm. Aber letztlich ist es einerlei, woher wir kommen, oder? Genau. Denn jetzt sind wir im Zirkel. Ach, ja. Es befriedigt mich, dass die Menschen, die auf mich herabgesehen haben, mich in Zukunft fürchten werden. Aber ich muss mich jetzt wieder meinen Büchern widmen. Danke auch, wie ihr gesprochen habt. Schön, geht zurück zu euren Büchern. Guten Tag. Blöd, Mann. So, und wieder ein Buchregal. Kodex-Eintrag, Hierarchie des Zirkels. Jedes Zirkels noch ein. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Witzigerweise hat er immer nur einen und denselben Spruch drauf. So, dann. Hier noch. Ich kümmere mich darum. Ja, super, mach das mal. So, wer sich entgegenstellt, wird voll böse angemacht. Ah ja, mit dem Horst haben wir ja schon gesprochen, ne? Also gehen wir jetzt mal weiter, können wir hier durch. Ich frage mich nur, wo mein Zimmer ist. Mitnehmen. So, dann gucken wir mal, was der hier Böses macht. Oh, entschuldigt, ich habe euch nicht kommen hören. Schrecklich. Es tut mir leid, aber ich bin schrecklich beschäftigt. Das Zimmer muss fertig sein, bevor das Treffen des Grauen Wächters mit Irving beendet ist.
Sie sind ein Orden tapferer, edler Krieger, aha, die geschworen haben, ihr Leben dem Kampf gegen die dunkle Brut zu widmen. Ihr müsst wissen, dass ich selbst fast einmal ein grauer Wächter geworden wäre. Nein, tue ich nicht. Oh, doch. Mehrere von uns wurden ausgewählt, aber die grauen Wächter wollten nur einen Rekruten. Sie haben immer nur einen Magier in ihren Reihen, wisst ihr? Ich glaube, sie hielten mich für den besten Kandidaten. Aber ich war jung und töricht und sagte, ich sei nicht interessiert. Sie haben dann einen anderen ausgewählt. Und das war es. Ich habe es seitdem jeden Tag bereut. Also, ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Ja, genau. Ich glaube eher, das ist der Geschichtenerzähler hier. Hier ist erstmal nichts. Zweite Tür. So, gucken wir mal hier noch rein. Was wir hier noch Schönes haben. Ein Schränkchen. Die lassen aber auch hier wirklich überall die leeren Pergamente liegen, ne? Fällt euch das auch mal auf? So, die Truhe. Da ist jetzt bestimmt voll der... Ne. Toll. Ja, voll der Hammer-Scheiß drin. War es dann leider doch nicht. Halt das... Die Besänftigten werden heute Nachmittag eure Habe hierher bringen. Also macht es euch gemütlich. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so wieder halt immer Aufnahme ist. Das hört sich mir ein bisschen komisch an. Boah, hier sind so viele Magier. Ihr sollt die Läuterung in neuer Rekordzeit bestanden haben. Mhm. Ich bin ja auch der Beste. Hm. Ich hätte nie gedacht, dass ihr die Läuterung überlebt. Glück gehabt, was? So viel Glück hatte ich. Brenne. Ihr sollt brennen. Nee, du sollst brennen. Blöde Ziege, so frech zu sein zu mir. Na, warte, du wirst das noch bereuen. Och. Was haben wir hier? Soll ich euch einen dieses Stuhl Geschnatter holen, hier damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Ah, Willenskraft ist auch relativ gut für uns. Das erhöht nämlich unser Mana und Willenskraftpunkt im Willenskraftbaum. Rüsten wir mal aus. So. Jetzt hier weiter schnattern wir mit dem hier auch noch. Ihr seht gut aus. Danke. Ist schön. Ich selbst habe mich nach meiner Läuterung eine Woche lang übergeben. Tja, ich... Nein, es liegt eher daran, dass ich immer gut aussehe. Die Grundregeln der Magie. Ich kümmere mich darum. Ja, tu das. Private Dokumente. Bis heute habe ich nie verstanden, ob man die einfach nur verkaufen kann oder nicht, aber das können wir mal nachher checken. Aber selbstverständlich. Ja. Irving soll ja sehr stolz auf euch sein. Ja, ist er auch. Ihr werdet den ersten Verzauberer doch nicht warten lassen, oder? Nein, natürlich nicht. Ich an eurer Stelle würde Leora aus dem Weg gehen. Sie ist in letzter Zeit ziemlich gereizt. Leora? Ist das eine... Unterverzauberin Leora. Dort drüben. Ja, ich hatte auch jetzt nicht wirklich vor, mit dir zu schnackseln. Schnackseln! Ah, hier, Bücher. Schon gut, schon gut. Oh, wird gefragt, was die Maleficare, ja. So. Also hier ist auch nichts wirklich Schönes drin. Achso, ist nicht Owain, oder? Hä? Ach, wie... Rechte Auflösung. Ach! Auch wäre interessant. Erfahren wir später aber auch noch mehr zu.
Könnt ihr trotzdem, wie gesagt, immer lesen, ne? Gesegnet sei, auf wem das Erbarmen. Ach du Scheiße. Gesegnet wir bleiben seien ruhig. Die Reumütigen, die seine Rückkehr herbeisehen. Gesegnet sei die Prophetin, durch die Flammen gereinigt. Mögen die Gesänge des Erbauers Ohren erreichen und ihm unsere Reue berichten. So sei es. Oh, ich hab euch gar nicht gesehen. Ich sage die Segnungen des Erbauers jeden Tag auf. Schön. Sie bringen mir Frieden in schwierigen Zeiten. Ach, weißt du was? Werd Magierin, dann geht's ab die Post, dann brauchst du keinen Frieden. Seid ihr in Schwierigkeiten, die Worte nur zu sagen? Es gibt mir die Hoffnung, dass der Erbauer uns eines Tages erhört, dass mir vergeben und mein Fluch von mir genommen wird. Der Fluch der Dummheit, oder welchen meint sie? Warum haben ihn dann unsere Verfehlungen so sehr verletzt? Wenn es ihm egal gewesen wäre, hätte er doch nicht gehen müssen. Ich fürchte, meine Magie wird mich stets daran erinnern, dass die Menschheit den Erbauer im Stich gelassen hat. Oh Gott. Magie verursacht großes Leid. Sie ist gefährlich und widerwärtig und ist sie nicht irgendwie fehl am Platz dort? Die Kirche muss die Welt vor uns beschützen. Mit etwas so Schrecklichem geboren zu werden, muss eine Strafe sein. Ich wünschte, ich könnte sie loswerden. Moment, ich könnte mit euren Fähigkeiten Leuten helfen. Hoffentlich habt ihr Erfolg dabei. Den Blick des Erbauers auf euch zu lenken. Nur ein Narr würde so eine Begabung nicht schätzen. Vielleicht muss ich das alles einfach durchleiden. Ich sollte gehen. Mein Mentor erlaubt mir nur wenige Minuten täglich zur religiösen Besinnung. Ach Gott, ist die Frau fällig mit der Welt. Naja. Leider ist es so, dass nicht alle immer gleich sind. Was ist das? Die Grundlagen der Kirche. Die Gründung der Kirche, ach so. Naja, ist ja fast dasselbe wie die Grundlagen der Kirche. Die Prophetin Andraste. Also wie ihr seht, ne, sammeln wir hier schon einiges an Kodex-Einträgen. Nur alleine schon beim Start. Hier habe ich auch was bei der Steuerung übersehen. Boah. Es ist halt eben immer sehr viel zu lesen. Also ich weiß auch nicht, wie ich das sonst müsste. Ich immer so eine... Ja, keine Ahnung. Man kann sich auch darauf einigen, wenn ihr wollt, dass ich das vorlese, dass man so eine Zwischenfolge immer macht. So weiß ich nicht nach... Gut, das sofort zu erledigen. Ja. Nach 10 Folgen oder sowas kann man ja sagen, okay, dann machen wir jetzt eine, ja, Special-Folge, keine Ahnung. Und dass ich das dann vorlese, wenn ihr das unbedingt möchtet. Also die Geschichten selber sind schon interessant, ist auch immer, für manche eine Quest ist es auch durchaus ratsam, das zu lesen. Nur, ja, ich bin eher weniger derjenige, der den ganzen Tag liest. Was ist das denn hier? Ich hörte von eurer Läuterung. Glückwunsch, Andraste muss auf euch herabgelächelt haben. Wieso sind hier so viele Kirchenanbeter, verdammt? Ja. Einmal nochmal umschauen, weil ich weiß, ob ich alles gefunden habe. Doch, habe ich aber. Gut, dann... Ah! Viele sind bereits in Ostagar. Da geht's los. Aldred und die meisten Oberverzauberer. Wir haben diesen Krieg schon viele von uns überstellt. Von euch? Seit wann fühlt ihr euch Magiern so verbunden, Gregor? Oder fürchtet ihr nur, die Magier aus der Aufsicht der Kirche zu entlassen, wo sie ihre vom Erbauer verliehenen Kräfte tatsächlich einsetzen können? Wie könnt ihr andeuten? Meine Herren, bitte, Irwin, ihr habt Besuch bekommen. Meine Herren, bitte. Ah, der neueste Bruder in unserem Zirkel. Komm nur, Kind. Das ist... Schwer. Ja, das ist er. Nun, Irving, ihr seid augenscheinlich beschäftigt. Wir reden später weiter. Natürlich. Also, wo war ich? Oh, ach, ja. Das ist Duncan von den Grauen Wächtern. Graue Wächter sind überall, wohin die Pflicht sie ruft. Ihr habt ja sicher von dem Krieg gehört, der sich im Süden zusammenbraut.
Duncan rekrutiert Magier für die Armee des Königs bei Ostergar. Aha. Hier. Wir brauchen gegen die Invasion der Dunklen Brut jede Hilfe, die wir kriegen können. Vor allem vom Zirkel. Aha.